Hallo ihr Lieben, da vorne seht ihr das Wölpchen, die chillt noch ein bisschen auf dem Paddock und ihr seht es wahrscheinlich an mir, es ist ein super, super schöner Sommertag. Im Moment hat der Sommer wirklich voll zugeschlagen, es sind so Temperaturen über 30 Grad. Ich persönlich mag das sehr gerne. Bei den Pferden, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir da immer nicht so sicher, ob die das so richtig mögen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man bei diesen Temperaturen das Programm mit den Pferden einfach ein bisschen anpasst. Ich zum Beispiel versuche dann einfach sehr früh morgen zu reiten oder sehr früh abends und ich verschiebe die Belastungsgrenzen auch einfach ein bisschen. Das heißt, ich fahre nicht Vollprogramm, sondern ich mache zum Beispiel lange Schrittausritte, ich gehe spazieren, lockere Trabarbeit. Ich arbeite die Pferde durchaus, aber eben nicht so an der Belastungsgrenze, wie ich das jetzt machen würde, wenn die Temperaturen einfach niedriger sind und wenn man zum Beispiel auch sagt, man macht mal Konditionstraining oder man geht mal ein bisschen über Grenzen hinaus, einfach um irgendwas aufzubauen. Das ist ja wie bei einem menschlichen Sportler, das macht man einfach nicht, wenn die Sonne knallt und man irgendwie 40 Grad auf dem Kopf hat. Wenn man auf das Training allerdings ein bisschen achtet, dann kann der Sommer auch richtig, richtig Spaß machen, denn eins steht fest auf dem Programm und zwar fast täglich, nämlich duschen. Das Wölpchen ist mit Wasser manchmal ein bisschen pimschig, sie findet es nicht immer toll, aber bei diesen Temperaturen liebt sie es wirklich, geduscht zu werden. Ich wasche sie natürlich nicht jeden Tag mit Shampoo, eigentlich wird sie nur so abgeduscht, aber da viele von euch gefragt haben, wie ich das mit dem Waschen mache und welche Produkte ich benutze, habe ich mir gedacht, dass ich heute euch einfach mal meine Waschroutine zeige. Wölpchen liebt es ja, sich zu wälzen, deshalb handhabe ich das Ganze meist so, dass ich sie nach dem Reiten, wenn sie richtig verschwitzt ist, nochmal aufs Paddock stelle, dann kann sie sich wälzen, dann wasche ich sie und dann darf sie in die Box. So, ich quatsche jetzt nicht mehr lange. Holen wir das Wölpchen und los geht's. Da ist das Wölpchen. Sag mal Hallo, Wölpchen. Hallo. Hallo. Und die kleine Maus hat sich ziemlich eingesaut auf dem Paddock. Ihr seht überall Flecken. Sie hat auch wohl ziemlich geschwitzt. Bisschen Sand. Der Schweif ist auch nicht mehr ganz frisch. Ich glaube übrigens auch, dass es ganz schön praktisch ist, dass ich mich heute nicht geschminkt habe, weil ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber wenn ich die Pferde wasche, sehe ich nachher eigentlich immer so dreckig aus wie die Pferde vorher. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendwie einen Trick gegen gibt oder ob ihr auch immer total dreckig nachher seid. Ich bin auf jeden Fall meist ziemlich klatschnass und deshalb lohnt sich das auch nicht, sich irgendwas Schönes anzuziehen oder sich in irgendeiner Form zurechtzumachen. Hinter mir habe ich jetzt mal die Produkte aufgereiht, die ich mir immer bereitstelle fürs Waschen und das ist einmal das Ocean Star Spray Shampoo. Ich muss sagen, dass ich bei diesem Produkt super skeptisch war, weil ich mir gedacht habe, warum brauche ich denn ein Shampoo, wo sofort Schaum aus der Flasche kommt? Ich kann doch einfach irgendwie ein Babyshampoo nehmen und das kann ich dann aufschäumen. Wobei ich schon sagen muss, dass mich das immer ein bisschen genervt hat, dass man da diesen Klecks Shampoo hat und dann versucht man den irgendwie in das nasse Pferd einzumassieren. Das fand ich irgendwie immer ein bisschen schwierig, dann das Shampoo so richtig zu verteilen. Und stattdessen habe ich dann manchmal das Shampoo genommen und das irgendwie schon in Wasser aufgelöst und dann das Pferd mit der Lauge gewaschen. Aber diese Probleme habe ich einfach nicht mehr, seitdem ich dieses Shampoo benutze, weil das kommt eben schon als Schaum aus der Flasche raus und ist super praktisch. Zum Verteilen und auch zum Hufeschrubben und so nehme ich dann noch eine Magic Brush Bürste. Und für nachher habe ich dann das Superstar Shine. Das ist ein ganz normales Fellglanzspray, ein Schweifspray. Das sprühe ich dann eben auf die Partien vom Fell, wo der Sattel nicht liegt. Das heißt ein bisschen Hintern, ein bisschen Hals, ein bisschen Brust. Und natürlich auf den Schweif drauf, weil den kann man dann, wenn er getrocknet ist, ganz easy kämmen. Außerdem kriegt das Wölpchen dann immer auf die nassen Hufe noch Huffett drauf. Ich benutze ja total gerne Huföl fürs Turnier, aber ansonsten benutze ich lieber eine Hufsalbe. Außerdem habe ich auch mehrere Handtücher immer dabei. Ein trockenes nehme ich nachher zum Abtrocknen der Fesselbeugen und ich mache halt ein Handtuch nass oder einen Waschlappen nass, um das Gesicht nochmal schöner zu waschen. Und was ich total vergessen habe, ein Schweißmesser, das braucht man natürlich auch.
vertreten. Man kann das Shampoo dann wirklich schon so als Schaum aufsprühen. Wenn man das aus irgendeinem Grund aber nicht möchte, kann man dieses kleine Netz davor auch wegmachen. Dann sprüht man im Prinzip das Shampoo so ganz fein einfach auf den Körper drauf, ohne dass es Schaum wird. Ist dann aber auch auf jeden Fall besser dosiert und besser verteilt, als wenn man das irgendwie aus einer Shampooflasche einfach drauf drückt. Kann ich euch zeigen, wie das aussieht? Da sieht man aber nicht wirklich viel. Das kommt dann wirklich im Prinzip so in so einem ganz feinen Sprühstoß einfach da raus. Ich finde, dass es total angenehm riecht. Es ist nicht aufdringlich, es ist wirklich nur ein ganz, ganz zarter Duft. Und ich finde, so kann das Wölbchen riechen. Nachdem ich das Wölbchen jetzt im Prinzip überall eingesprüht habe, nehme ich jetzt ein bisschen Wasser dazu und dann wird das Wölbchen einmal richtig einschamponiert. Lieber kuscheln? Das Wölbchen möchte lieber kuscheln, als gewaschen zu werden. Aber du bist dreckig, Maus. Du bist dreckig. Wie ihr seht, habe ich das Wölbchen jetzt überall schön einschamponiert. Und wenn das geschehen ist, dann heißt es einfach wieder ausspülen. Also meine Reihenfolge ist einmal das ganze Pferd nass machen, dann das ganze Pferd einschamponieren, dann den Schweif waschen, einmal die Hufe abschrubbeln und wenn man das alles gemacht hat, dann heißt es abspülen. Ich benutze beim Abspülen auch immer etwas mehr Druck, weil ich wirklich möchte, dass das Shampoo gut aus dem Fell rausgeht. Da müsst ihr einfach schauen, wie euer Pferd das verkraftet bzw. wie das Pferd das mag. Dem Wölbchen macht das eigentlich nichts, wenn ich sie mit mehr Druck abspüle, dem Kanto auch nicht. Aber es gibt natürlich Pferde, die da ein bisschen sensibler sind. Da muss man dann einfach einen etwas weicheren Wasserstrahl nehmen und dafür irgendwie mit der Hand und einer Bürste gut aufspülen. Wenn dann absolut gar kein Schaum mehr im Pferd drin ist, darauf müsst ihr bitte wirklich achten, weil es sonst echt sein kann, dass das Fell richtig anfängt zu jucken. Also wenn alles gut ausgespült ist, dann wird das Pferd getrocknet und zwar mit einem Schweißmesser. Da zieht man sozusagen wie mit so einem Fensterwischer das überschüssige Wasser aus dem Fell raus. Anschließend gehe ich dann nochmal an den Kopf ran und den wasche ich eigentlich immer mit einem Waschlappen oder mit einem Handtuch, das ich nass mache. Wenn ich das dann auch gemacht habe, dann sprühe ich das Wölbchen mit dem Glanzspray ein und mit dem Schweifspray, damit der Schweif später schön auch durchzubürsten ist und dann pflege ich noch die Hufe. Waschen sind die Hufe schön feucht und ich trage auf die noch feuchten Hufe jetzt die Hufsalbe auf. Und so sieht das Wölbchen dann aus, wenn sie frisch getrocknet ist. Wieder ein richtig schönes, sauberes Fell, schön am Glänzen. Die Hufe sehen gut aus und Wölbchen gibt mir ein Küsschen. Und Lust auf Blödsinn hat sie auch schon wieder. Ich gehe übrigens zum Trocknen dann meist mit ihr noch ein bisschen grasen. Manchmal stelle ich sie auch aufs Paddock, dann ist sie aber sofort wieder total dreckig und das wollte ich heute natürlich nicht. Deshalb sind wir zwar ein bisschen grasen gegangen. Jetzt ist sie getrocknet und kann auch in die Box, da wartet nämlich das Abendessen auf sie. Aber vorher gibt es noch ein Möhrchen, weil wer so geduldig ist, der kriegt auch ein Möhrchen. Kriege ich ein Küsschen dafür?
Dankeschön, Schatz. Ein Möhrchen für das Wölbchen. Ich hoffe, dass euch unsere kleine spontane Waschroutine gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Sag mal tschüss, Wölbchen. Tschüss. Tschüss.